So, hallo liebe Freunde der Sonne, hier ist die Sarjasch am Mikrofon für euch. Und zwar werdet ihr euch natürlich die erste Frage stellen, um was es hier geht. Da ich einen Beta-Key habe und sehr gerne Videos mache, werde ich hier eine Art Beta-Reihe, Guideline, wie man es nennen möchte, machen. Und euch kleine Eindrücke von der Beta von World of Warcraft Mists of Pandaria abliefern. Ja, dann fangen wir doch schon mal mit der Charakterstellung an. So, wie hier zu erkennen ist, haben wir auf der rechten Seite die Klassen. Die sind neu, die waren früher unter dem Spec, sage ich jetzt mal, was man, Spec sage ich schon, unter der Klasse, was man früher gespielt hat. Hier oben Geschlecht. Ja, hier ist Allianz, hier ist Horde und hier unten Pandaren. Ihr werdet euch jetzt natürlich fragen, warum sind die Pandaren hier eigentlich unten? Und zwar können die Pandaren sowohl von der Allianz auch wie von der Horde gespielt werden. Fortlaufend, ich glaube, zwischen Level 10 und 15 kann man sich dann für eine Fraktion entscheiden. Fangen wir doch natürlich gleich mal mit der Charakterentstellung an. Haben wir das Geschlecht weiblich, männlich. Und hier haben wir dann natürlich Klassen. Die Pandaren können gespielt werden von Kriegern, Jägern, Schurken, Priester, Schamanen, Magier und natürlich der Mönch. Ja, dann stellen wir uns doch mal ein weibliches Geschöpf. Natürlich einen Monk. Und dann hier unten auf weiter. Dann haben wir hier die nächste Änderung, und zwar haben wir hier natürlich eine Charakteranpassung. Die Hautfarbe, Gesicht, Frisur, Haarfarbe und die Ohren. Und hier zufällig. Aha, aha. Ja, dann haben wir natürlich hier einiges an Auswahl, wie man hier sieht. Ja, ist schon ein bisschen... Ja, ist schon eigentlich einiges. Gesicht, bin ich mal gespannt, ob da noch mehr kommt. Ich vermute nicht. Frisur, Haarfarbe, oh, Haarfarbe und Ohren haben wir nur eins. Ah, dann erstellen wir uns doch mal einen zufälligen Charakter. Oh, die ist doch niedlich. Ja, die nennen wir dann Sisaria Schiene. Nee, nennen wir nicht Sisaria Schiene. Nennen wir sie Sissi. Das ist unsere Sissi. Na Sissi, Franz. So, dann locken wir uns doch mal ein. Lalalala. Das dauert ein bisschen. An dieser Stelle nochmal für euch. Ich mache sowas zum ersten Mal. Und über Feedbacks würde ich mich sehr freuen. Wie es euch gefallen hat, was man besser machen könnte. Was ihr nicht so toll fandet. Jo. Dann sind wir schon eingeloggt. Hier ist unsere Sissi. Eine starke Frau. Mit einem Schwänzchen hinten. Hihi. Springanimation. Ja, ist okay. Das ist natürlich sehr wichtig, die Springanimation, weil jeder WoW-Spieler sehr gern springt. Ja. Ich gehöre zu den ersten davon. So, dann gucken wir doch mal, was eigentlich so ein Pandare alles machen kann. Bei den Pandaren haben wir den Braumeister oder die Braumeisterin. Das ist der Tank. Ja, man könnte natürlich auch bei Braumeister was anderes verstehen, wie einen, oh, der wo ein bisschen braut. Ja, hier haben wir natürlich die ersten Skills. Dann zu den Skills komme ich gleich nochmal, aber ich möchte erstmal schauen. Dann haben wir Nebelwirker, das ist die Heilung. Und dann den Windläufer, der macht Schaden. Ganz viel. So, also man kann mit einem Pandaren alles spielen. Ja, relativ gut. Ja, man kann sich mal entscheiden. Dann zu der nächsten kleinen Änderung. Hier ist, man hat nicht mehr wie früher seine ganzen Talente, ja, was man kennt. Seine ganzen, was waren das, 61 Talentpunkte? Bin mir nicht sicher. 61, sag ich schon, das ist zu viel, 36, glaube ich, 36, 37, so, sowas um den Dreh rum was.
Ja, man hat nur noch, man kriegt alle 15 Level einen neuen Talentpunkt und kann sich für jeweils einen der drei entscheiden. Dazu komme ich später, also was heißt später in anderen Folgen, viel, viel später, also nicht hier in diesen. Dann ist es so, dass man mit bestimmten Levels einfach hier Talente lernt. Ja? Talente, sag ich schon, Skills lernt. Und so ist es aufgebaut. Jo, dann fangen wir doch mal mit der ersten Quest an. Ah, hier leuchtet's, dann müssen wir hin. Hallo Schwester, wie geht's? Looten. Schlüsselbein. Zack, zack, zack. Und ab zum... der leuchtet nicht. Ah, müssen wir anziehen. So, unsere Fäuste sind heiß für die nächste Quest. Lalalala. Zerstört 5 Übungsziele. Ah, hier sind sie. Hier haben wir Quaking Palm und hier haben wir den Jab-Stam. Dann jappen wir doch mal. Wo bam! Gebt euch 8 voller CC. Die zerfetzt euch, das schwöre ich euch. Oh, habe ich die Dinger schon kaputt gemacht? Bam. Bam. Ja, 3 Stück. Dann haben wir hier noch was auf der... Oh. Was war das? Also man kam ein Sleep-Geräusch. Das wird der Sleep sein. Ein guter CC für PvP, denke ich auch. Wird spannend, der Mönch. Hoffen wir nur, dass er nicht so OP wird. Ja, sonst gibt es wieder Haufen Beschwerden bei Like a Blizzard. So, geben wir die Quest doch gleich mal ab. So, jetzt steht hier 6 Sparring Trainees defeated. So, hier leuchtet schon mal. Sieht so aus, dass wir hier rein müssen. So, sind wir schon hier drinnen. Jo, hier sind sie. Die Tochikuchi-Schüler. Komm. Hauen wir dich weg, du Tochikuchi-Schüler. Tushui. Tushui-Schüler. Schwer auszusprechen. Aber der ist stärker als ich. Uiuiui. Nicht genügend Energie. Ja, dazu kam ich noch gar nicht. Und zwar bei den Pandaren haben sie, die Pandaren haben wie die Schurken eine Energiebar. Und dann kommt noch was anderes dazu. Die nennt sich die Chiba. Die Chiba, die ist so eine Art, sage ich mal, wie bei den Schurken so eine Art Combo Points, was man aufbaut. Ich kann leider noch nichts benutzen, was Chi gibt. Wird später mit den Spells noch kommen, denke ich. Was macht der Haut ab? So. Doink, doink, doink. Gibt's ein paar auf die Mütze. So. Dann suchen wir uns den nächsten Opfer. Oh, hier, komm her. Du Huyojin, Schüler, du Huyojin, du. So, Sissi ist die Stärkste, gibt 8. Ah, meine Fäuste, die brettern da rein. So, keine Mobs mehr für mich. Alle kaputt. Ah, hier ist eine neue gespawnt. Ah. Isalia hat sie mir geklaut. Schön mal Blizzard. Dann versuchen wir da gleich mal den Sleep. Oh, der schläft. Ah, oh, jetzt hat der mir den geklaut. Hey. Lacka, lacka. Ah. Oh. Walün. Muss es sein. Dann nehmen wir uns den. Das ist meiner. Geh weg. Wenn du mir jetzt wieder den klaust. Gleich den nächsten, sonst klaut er mir den auch. Haha. Haha. Jetzt müssen wir auf die Energiebar warten. Tschak, 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 tschak. Oh, hat sie gemacht. Ja, hast du Angst vor mir, hä? Aha.
So, dann geben wir die Quest doch gleich mal ab. So, das waren jetzt die ersten Quests von der Beta. So, ich hoffe, euch hat das bis hierhin gefallen. Die kleinen ersten Eindrücke, wie es sich... Ah, ich war zu voreilig. So, hier haben wir noch ein Rollen. Wir können rollen. Aha. Man kann es zweimal usen. Junk. Okay, jetzt können wir es nicht mehr. Das hat eine Abklingzeit. Jetzt hat es eine Abklingzeit. Mhm. Also anscheinend hat das eine Abklingzeit. Jetzt haben wir eins. Jetzt haben wir wieder eins. Wenn man jetzt wahrscheinlich wartet, kriegt man gleich zwei. Und sieht dann so aus. Ah. Und zwar, anscheinend steckt es hier hoch bis zwei. Und man kann dann zweimal hintereinander eine Rolle machen. Und dann hat es wieder so eine Art inneren CD, was man abwarten muss, bis man wieder einen Kombopunkt bekommt, ja. Hier hat man zwei. Testen wir doch gleich mal, ob das zweimal geht. Zack, eins. Zack, zwei, ja. Ja, genau. Und jetzt hat es eine CD. Jetzt braucht man nämlich, müsst ihr wieder auf die Aufladung warten. Sehr nice für Bosse oder für Arenen. Wenn man von irgendwas sehr schnell entkommen möchte oder einen Debuff hat und raus aus der Gruppe muss sehr schnell, ist das natürlich perfekt. Zack. Ja, dann kommen wir doch gleich auch schon mal zum Ende von meiner ersten Beta-Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, über Feedbacks würde ich mich sehr freuen. Und vielleicht auch kleine Anregungen, was ihr sehen möchtet. Und vielleicht auch mal, was euch nicht gefallen hat, natürlich auch bitte sagen. Und bitte so Kommentare, Dislikes, so, ja, du bist ein Spaß oder so, bitte nicht. Ja. Ich mache das hier zum Vergnügen, weil mir sowas Spaß macht. Und nicht, weil ich irgendwie 5000 Abonnenten möchte und alles dafür tue, was euch gefällt, ja. Ich mache das, was mir gefällt. Jo. Und deswegen, bis zum nächsten Mal. Euer Cesarias.